Moin Leute, eigentlich war heute ein anderes Video geplant. Ich wollte die Launch Control richtig ausprobieren. Ich bin hier voll in Lederkombi. Ihr seht hier vielleicht auch den 360-Grad-Gurt. Daraus wurde nichts. Warum? Erzähle ich euch jetzt gleich. Ich fahre einmal kurz komplett von der Autobahn runter und dann schnappen wir. So, da haben wir eine Ausfahrt gefunden. Ja, vielleicht habe ich euch jetzt eingeblendet, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob man das sehen konnte. Ich war jetzt richtig weit draußen. Ich bin die ganze Autobahn bis nach Neumünster gefahren, weil ich euch unbedingt die Launch Control zeigen wollte. Und nicht nur zeigen, wie sie klingt, sondern halt auch zeigen, wie sie funktioniert. Daraus wurde jetzt leider nichts, weil, ich weiß nicht, ob ihr es auf der Straße seht, es ist gefühlt oder es ist leicht nass. Dazu kommt noch, dass es, ich probiere es glaube ich gerade rauszusuchen, hier auf dem Bike stehen 12 Grad. Es ist aber meistens, das Bike zeigt meistens immer mehr an, weil der Motor ein bisschen den Sensor leider beeinflusst. Ich verstehe auch nicht, warum die immer alle links sich anstellen, wenn man hier einfach easy viel schneller vorbeikommt. Aber gut, sage ich jetzt. Und wahrscheinlich ist die Ampelphase jetzt so lange, dass sie da alle rumkommen. Genau, deswegen wollte ich eigentlich ein anderes Video machen. Ich wollte euch eigentlich die Launch Control zeigen heute. Daraus wird nichts, das wird dann in den nächsten Videos kommen. Es ist mir ehrlich gesagt zu kalt. Ich habe sie auch noch gar nicht ausprobiert, also ich habe gar nicht probiert, sie zu starten, weil, irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Dazu kommt noch, dass gefühlt heute super viel kontrolliert wurde. Hinter mir auf dem einen Rastplatz war Zivilpolizei, überall war dieses BAG. Wobei ich weiß gar nicht, ob die mich rein theoretisch irgendwie belangen können oder so. Sind das Polizisten, Leute? Wisst ihr das? Soll ich einmal? Ah, schön. Sind das Polizisten beim BAG? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder kontrollieren die nur LKWs? Die waren überall unterwegs. Der Zoll stand überall rum. War irgendwie nicht so ein geiler Tag. Und dazu war es dann halt echt kalt. Also schnell fahren konnte ich tatsächlich. Ich bin auch ein paar Mal, habe ich ein bisschen Gas gegeben. Es war auch recht frei. Wobei, ich sag mal, für Schnellfahren war es frei genug, aber für eine Launch Control, sich halt auf einen Beschleunigungsstreifen kurz stellen und dann Vollgas geben, war es mir vielleicht doch auch zu voll, um dann über die Spuren rüber zu ziehen und so. Das muss auch nicht sein. Deswegen, das wird nochmal an einem anderen Tag kommen, wenn es ein Ticken wärmer wird. Ich habe da ein bisschen Hoffnung, dass es dann in ein paar Tagen kommt, das Video. Freut euch da drauf. Ansonsten natürlich die Launch Control in ihrem ganzen Schein wird dann auf der Rennstrecke bestimmt mal ausprobiert bei einem Rennen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Heute aber, damit es überhaupt zur Rennstrecke kommt, will ich mit euch ein bisschen, oder eigentlich will ich euch sehr viel über das ganze Projekt erzählen, wie dieses Schätzchen jetzt hier umgebaut wird. Ihr könnt es dann auch im Kalender eintragen. Ich werde ab dem 14. Februar bis zum 17. ungefähr bei Stefan Nebel sein und wir werden dieses Kfz hier umbauen. Also, aber wir werden es ein bisschen anders umbauen. Wir werden es, wie soll ich sagen? Also, ich muss es anders anfangen. Und zwar die R6. Da habt ihr am Anfang an schon gesagt, mega geiles Projekt, gefällt mir richtig gut. Cool, dass wir da ein richtiges Rennbike haben. Allerdings waren auch viele immer so, oh Mann, jetzt sehen wir die immer nur auf der Rennstrecke. Wir kriegen keine richtigen Fotos von der Straße, wir kriegen keine Videos von der Straße. Das will ich mit dieser R1 hier anders machen. Und zwar wird dieses Motorrad, das habe ich jetzt, ich habe lange mit mir immer gerungen, ich wusste auch nicht genau, was ich machen will. Dieses Bike wird die Serienverkleidung behalten. Jetzt kommen vielleicht die einen oder anderen, dann ist es kein Racebike wegen Gewicht, der Lichtmaske etc. Egal, das fahre ich sowieso nicht raus. Aber ich werde dieses Motorrad mit der Serienverkleidung lassen, die wird allerdings foliert. Also die wird auf jeden Fall richtig, richtig geil aussehen. Und, oh, hier schon wieder, Alter, gefühlt heute nur Kopf. Und das Ding wird trotzdem umgebaut. Und zwar gibt es hier für die Spiegel und für den Kennzeichenhalter gibt es Kappen. Da habe ich einen Partner gefunden, der mit mir zusammenarbeiten möchte und das ganze Projekt unterstützen möchte. Da können wir hier so Kappen rauf machen. Ich hoffe, ihr seht das da und da. Dann sieht das schon mal eben aus. Also da hat man schon einen Racebike-Look. Man hat natürlich noch die Lampen. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Gegebenenfalls werde ich die mit so Kappen zukleben für die Rennstrecke. Oder Felix von Dunkelütt hatte noch eine andere Idee, dass man so Sticker quasi über die Lampen in Lampenform klebt, damit das für die Rennstrecke dann auch okay ist.
das ist schon mal eine Sache, die ich auf jeden Fall so umbauen werde. Ich bin mir auf jeden Fall mal, schreibt mir mal euer Feedback in die Kommentare, weil ihr müsst bedenken, ich werde das Ding somit auch auf der Straße fahren können. Ich mache die Spiegel ran, ich mache den Kennzeichenhalter ran und dann kann ich fahren auf der Straße. Und es kommen Fotos mit einer geilen folierten R1, wir können Vlogs machen, aber wir können auch Rennstrecken-Vlogs machen. Ich glaube, das ist die geilste Lösung für uns. Dann werden wir aber, was wir alles machen werden, Stefan hat sehr viel Ahnung von Fußrasten, was heißt von Fußrasten? Er hat sehr viel Ahnung von dieser ganzen Ergonomie auf dem Motorrad. Wir werden Bremshebelschutz, Kupplungshebelschutz anbauen. Wartet mal kurz, wir sind in einem Tunnel, Leute! Hört ihr das? Ah, oh, ist das schön. Wir werden dann die Rastenanlage anbauen. Wir werden die ganze Ergonomie von dem Bike anpassen. Und Leute, ich habe euch versprochen, es wird eine Komplettanlage. Und ich glaube, es wird eine Komplettanlage. Ich will es noch nicht aussprechen. Aber es wird eine Komplettanlage, die euch umhauen wird. Und die sich viele auch schon bei der R6 gewünscht haben. Könnt ihr immer gerne raten in den Kommentaren. Das ist auf jeden Fall so der grobe Plan. Boah, was machen die hier alle? Naja, schön am Flughafen hier. Über so eine Landebahn würde ich auch mal gern zimmern. Das ist, glaube ich, sehr geil. Genau, da machen wir nämlich die Kennzeichenhalter alles ab. Dann machen wir eine komplette Anlage ran für die Rennstrecke. Die muss natürlich leider für die Straße wieder zurückgebaut werden. Ich werde aber zusehen, dass ich sie bei ein paar Events, ein bisschen wie David mit seiner FMF, bei ein paar Events einfach wieder ranbaue. Und dann ist sie halt nicht straßenegal, dann kann ich sie nicht auf der Straße fahren. Aber ich kann sie euch zeigen, ihr könnt den Sound in echt hören. Es wird sehr, sehr geil. Freut euch darauf. Was wollen wir noch machen? Also grundsätzlich ist das eigentlich schon ein sehr großes Projekt. Ich bin gerade noch dabei, vielleicht was in Sachen Räder zu klären. Vielleicht werden wir da noch was richtig Schmackiges bekommen, will ich aber auch noch nicht aussprechen. Aber wir werden also eigentlich alles einmal umbauen. Wir werden die Ergonomie anpassen, wir werden neue Hebel überall anbauen, die auch noch individuell einstellen. Wir werden das Bike folieren. Also wir werden eigentlich alles machen wie bei der R6, nur dass wir das Fahrwerk halt gleich lassen, nicht mehr den Motor aufmachen müssen oder ähnliches. Genau, ich habe den Faden verloren. Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, ich würde sagen, wir halten hier einmal kurz an. Auch wenn ich hier keine Ahnung habe, wo wir sind. Wir halten einmal an. Ich zeige euch noch einmal kurz alles, was ich umbauen möchte. Also, beziehungsweise, ich habe es ja schon erklärt. Aber, also ein Problem ist hier, ich kriege den Helm auf. Ein Problem ist hier halt die Lichter. Die müsste man abkleben. Das hier ist schon alles schwarz. Das ist perfekt. Diese komischen Dinger da machen wir einfach ab für die Rennstrecke. Ansonsten wird sie halt foliert. Man könnte überlegen, ob man noch eine andere Scheibe reinbaut, wobei ich die durchsichtige gut finde, weil dann kann die Kamera, so die mich jetzt auch gerade filmt, auch durchfilmen. Spiegel kommen ab. Hier kommen, wie gesagt, Kappen rein. Hebel werden geändert, kommen andere. Ich weiß nicht, ob es legal ist. Wenn es legal ist, da andere Teile anzubauen, dann gibt es auch noch leichtere Lenker. Da werde ich dann aber mehr zu erzählen. Wir werden Protektoren überall noch anbauen, die richtig geil aussehen. Rastenanlage wird getauscht, sieht auch unnormal geil aus, die neue. Erzähle ich euch alles oder ich mache ein Video, wenn die ganzen Pakete ankommen. Die Abgasanlage wird natürlich getauscht, da kommt eine Komplettanlage dran. Wobei die auch schon hier, die ist richtig blau, ey, Wahnsinn. Ich finde die so auch hübsch. Ich weiß nicht, wenn es irgendeine gibt, die einen besseren Sound auf der Straße legal macht, dann werde ich mir die vielleicht nochmal für die Straße besorgen. Mit den Felgen gucken wir nochmal. Die Felgen sehen so sehr, sehr geil aus. Ich finde das Blau so wunderschön. Müssen wir mal gucken. Lull, ich bin schon so viel gefahren, aber noch nicht so viel Schräglage. Ihr seht die Metzler-Aufkleber noch. werde ich mal gucken. Vielleicht wird das dann der Regenreifensatz und dann kommt noch ein anderer Satz. Wird cool. Kennzeichenhalter wird abkommen und da ist dann auch hier sozusagen ein Loch, was wir dann auch stopfen mit so einer Maske. Und Kennzeichenhalter bin ich sowieso gerade dran, da vielleicht einen kürzeren für die Straße zu finden. Und ansonsten wird halt hier einfach komplett foliert. Foliert. Dunkel und Lütt hat da richtig Bock drauf. Deswegen, ja, das ist so die Idee dahinter. Ich weiß gar nicht, habe ich noch was vergessen? Genau, es kommen noch Motorprotektoren dran. Das Ding wird
absolute Endstufe. Es wird so wunderschön aussehen und trotzdem kann ich es immer wieder auf die Straße, ich sag mal, in einer Stunde kann ich es auf Straße wieder zurückbauen. Deswegen, ja, lasst mir eure Meinung da. Das hier, seht ihr live, wie ich posiere für ein Titelbild. So werden wir sie umbauen. Das ist der grobe Plan. Das Video wollte ich sowieso machen. Eigentlich sollte es nach dem Launch-Control-Video kommen, aber dafür kann ich jetzt natürlich nichts. Esst euer Essen immer brav auf und vielleicht kriegen wir dann auch schönes, warmes Wetter. Haut rein, Leute. Kleiner Laber-Moto-Vlog und ja, bis zum nächsten Video. Auf jeden Fall auch mit der R1. Und mit Triumph gehört wird wahrscheinlich auch noch bald was kommen. Freut euch drauf. Haut rein.